Hallo, hier ist Muho und ich habe heute zwei gute Nachrichten für euch. Doch zuerst möchte ich einen Text vorlesen, den ich vor genau einem Jahr nach meinem 50. Geburtstag geschrieben habe und den man auch als Nachwort von meinem letzten Buch, Das Meer weist keinen Fluss zurück, vielleicht schon kennen wird. Ich lese ihn aber trotzdem noch einmal vor. Die Zeit wartet auf niemanden, heißt der Text. Mit zunehmendem Alter scheinen die Jahre immer schneller zu vergehen, als hätte jemand die Vorspultaste des Lebens gedrückt und vergessen, sie wieder loszulassen. Seltsam nur, dass mein Atem nicht schneller geht als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Wenn ich nicht zurückschaue, sondern mich nur auf den gegenwärtigen Moment konzentriere, scheint sich überhaupt nichts verändert zu haben. Bin ich ein anderer als der, der ich früher einmal war? Jedes Jahr dieselben Blüten, jedes Jahr andere Menschen. So lautet ein alter chinesischer Spruch, der viele Asiaten an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert. Der chinesische Jahresanfang fällt meist in den Februar, wenn die Aprikosenbäume zu blühen beginnen. Der Reihe nach erfreuen dann die Pfirsich, Pflaumen und schließlich die Kirschbäume die Menschen mit ihren Blüten. Nehmen die Jahreszeiten ihren gewohnten Lauf, kann man leicht vergessen, dass man selbst dem Tod mit jedem Tag, der vergeht, ein Stückchen näher kommt. Vielleicht erscheinen uns auch deshalb die Jahre mehr und mehr wie im Flug zu vergehen, weil sie uns immer kostbarer werden. Aber der Spruch sagt eben nur die halbe Wahrheit. Es sind nicht jedes Jahr dieselben Blüten. Sie sind ebenso einmalig wie wir Menschen. Nur dem, der nicht genau genug Acht gibt, erscheinen sie austauschbar. Die Kirschblüten im Frühling und das Ahornlaub im Herbst meines 50. Lebensjahrs wird es nur dieses eine Mal geben und dann niemals wieder. Auch in diesem April haben sich meine Familie und die ganze Klostergemeinschaft wieder um ein großes Lagerfeuer unter den blühenden Fruchtbäumen versammelt, um das Ende des Winters und den Beginn des Frühjahrs zu feiern. Erst wenn ich mir Bilder von unseren früheren Festen ansehe, wird mir bewusst, wie flüchtig alles ist. Die wenigsten Klosterbewohner bleiben länger als 3 Jahre. Viele von ihnen brechen plötzlich auf, einige sogar bei Nacht und Nebel. Manchmal frage ich mich, was aus all denen geworden ist, die Antaiji enttäuscht verlassen haben. Konnten sie trotz allem etwas für ihr weiteres Leben mitnehmen? Haben Sie etwas gelernt oder ist da nur Bitterkeit, wenn Sie sich erinnern? Von den Bewohnern, die schon im Kloster lebten, als Taku zur Welt kam, ist heute nur noch Michiko da, eine ehemalige Hebamme. Sie hat miterlebt, wie prächtig sich Taku entwickelt hat. Mittlerweile geht er schon zur Schule. Jeden Morgen um 7:15 Uhr, wenn der Rest der Gemeinschaft mit einer Tasse Tee in der Morgensonne sitzt, bringe ich meine Kinder mit dem Auto zur 5 Kilometer entfernt gelegenen Bushaltestelle. Eigentlich könnten sie auch mit dem Fahrrad fahren, aber Tomomi fürchtet die Kragenbären, die in den Bergen rings um das Kloster leben. Mit einem "Es wird schon alles gut gehen" meinerseits gibt sie sich inzwischen längst nicht mehr zufrieden. Zurück kommen die Kinder erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn im Kloster alle bei der Abendmeditation sind. Dann müssen noch Schulaufgaben gemacht werden. Wenn die Kinder schließlich auf ihre Zimmer gehen, ist in Antaishi lange schon vollkommene Ruhe eingekehrt. Die Mittelschule gleicht in Japan einem Vollzeitjob. Manchmal fragen mich Hanna und Kai: "Was machen deine Gäste eigentlich den ganzen Tag lang?" Dann erkläre ich ihnen, dass die Klosterbewohner nicht meine Gäste sind, sondern Menschen, von denen einige eine Karriere aufgegeben und ganze Ozeane überquert haben, um in den Bergen das zu finden, was ihnen im Leben bisher gefehlt hat. "Was das denn sein? Was das denn sei?" wollen meine Kinder wissen. Jeder hat seinen eigenen Ausdruck dafür. Die einen suchen nach ihrem wahren Selbst, andere nach dem Sinn des Lebens. Die meisten von ihnen haben festgestellt, dass sich die moderne Welt in eine Sackgasse manövriert hat.
Sie glauben, dass das Klosterleben eine Alternative zum Alltag im Kapitalismus sein könnte. Spätestens, wenn ich an diesem Punkt meines Vortrags angelangt bin, verdrehen meine Kinder die Augen. Vielleicht haben sie ja recht, wenn sie sagen, Papa, glaubst du wirklich, dass deine Gäste dafür eine Karriere opfern würden? Die haben nie eine Karriere gemacht. Deshalb sind sie hier gelandet. Genau wie du. Aus Hannah und Kai sind zwei selbstbewusste Teenager geworden, die zumindest eines ganz sicher wissen. Wie ihr Vater wollen sie niemals werden. Und das ist auch genau richtig so. Ja, das war das letzte Kapitel meines letzten Buches, das im Herbst rausgekommen ist. Und inzwischen bin ich 51. Und die erste gute Nachricht heute ist, dass ich mich aus meinem Amt zurückziehen werde. Offiziell wird das wahrscheinlich erst nächstes Jahr der Fall sein. Aber ich werde diesen Monat umziehen nach Osaka mit meiner Familie. Also meine älteren beiden Kinder, die hier Hannah und Kai heißen, das ist nicht der richtige Name, aber die älteste, die kommt an die Oberstufe in Osaka und mein ältester Sohn, der jetzt im letzten Jahr der Mittelschule ist, der bereitet sich auf die Prüfung für die Oberstufe vor. Der wird dann auch in Osaka auf die Schule gehen. Und Tomomi und ich werden dann mit unseren drei Kindern in Osaka leben. Dieses Jahr werde ich, so gut es geht, hin und her pendeln. Zwischen Antaichi und Osaka. Aber ich werde wahrscheinlich den größten Teil der Zeit in Osaka verbringen. Und die Sangha wird auf das Kloster aufpassen. Eko-san, die hier in dem Nachwort Michiko heißt, in Wirklichkeit heißt sie Eko-san. Und die regelmäßigen Zuschauer, die kennen sie vielleicht von Dharma Talks. Oder wer Zen for Nothing mit Sabine Timoteo gesehen hat, der kennt sie auch. Zum Beispiel in der Szene, wo sie sich mit Sabine Timoteo im Futon liegend darüber unterhält, wie man Daikons wäscht. Also eine sehr starke Frau, die dann im nächsten Jahr 2020 wahrscheinlich offiziell das Amt von mir übernehmen wird und den Tempel, das Kloster weiterführen wird. Und ja, ich bin schon gespannt, wie sich die Sangha dann weiterentwickelt. Nächstes Jahr wird es genau 30 Jahre her sein, dass ich zum ersten Mal nach Antaichi gekommen bin. Ich war natürlich nicht 30 Jahre am Stück in Antaichi. Ich war da zwischendurch noch mal kurz in Berlin, um einen Abschluss zu machen. Und nachdem ich ordiniert habe in Antaichi, bin ich für ein Jahr in ein Rinzai-Kloster gegangen. Und ein Jahr war ich im Hoshinji, am anderen Soto-Kloster. Und nach der Dharma-Übertragung durch meinen Meister im Jahr 2001 war ich für einige Zeit ein Obdachloser in Osaka im Park. Und wäre da vielleicht auch einige Jahre geblieben, wäre vielleicht auch zurückgegangen dann irgendwann mal nach Deutschland. Vielleicht, wenn mein Meister nicht gestorben wäre 2002. Und ich zum Nachfolger berufen worden wäre. Als ich zum ersten Mal hierher kam nach Antaichi 1990, wurde mir, wie wahrscheinlich allen Neuankömmlingen, erstmal die 7 Punkte der Praxis nahegelegt, die der Uchiyama Roshi aufzählt, und zwar in einer Rede, die er im Februar 1975 gehalten hat, als er sich von seinem Abt, als Abt von Antaichi zurückgezogen hat. Er erwähnt 7 Punkte, die man nicht vergessen sollte bei der Praxis. Und ihr findet die auf der Antaichi-Homepage. Ich werde hier einen Link darunter setzen, wo ihr alle 7 Punkte findet. Ein Punkt, der
Ja. Beeindruckend, aber auch ein bisschen abschreckend sein kann, ist der sechste Punkt. Sitz erst einmal schweigend für 10 Jahre und dann weitere 10 Jahre. Im Anschluss sitz noch einmal 10 Jahre. Als ich 1990 nach Antalsi kam, war ich 22 und ich wusste damals schon, dass ich ja mein Leben lang Sazen praktizieren will. Ob ich jemals ein Zen-Lehrer oder ein sogenannter Zen-Meister werden würde, ne, das wusste ich noch nicht, traute mir das auch nicht so richtig zu. Aber Zen-Mönch, irgendwann mal Zen-Mönch werden, das wollte ich schon. Und naja, 10 Jahre sind eine lange Zeit für einen 22-Jährigen, aber dass das so lange dauern kann mit der Ausbildung, das war mir schon klar, ne? Aber dann steht ja hier, wenn du es 10 Jahre schweigend gemacht hast, mach's nochmal 10 Jahre. Das sind 20 Jahre. Für einen 22-Jährigen schon fast die Unendlichkeit. Und wenn es dann heißt, und am Ende im Anschluss nochmal 10 Jahre. Ho. Als Uchiyama diese Rede gehalten hat, war er selbst 65 und noch keine 30 Jahre im Antaishi. Also es waren 34 Jahre seit seiner Ordination vergangen. Aber Uchiyama selbst hat, ich glaube, nur gut 25 Jahre im Antaishi verbracht. Sein Nachfolger Watanabe Roshi war ebenfalls nur 25 Jahre in Antaishi, 13 Jahre davon als Mönch, 12 Jahre als Abt. Mein Meister war, als er starb, gerade 25 Jahre in Antaishi. Also, es ist, glaube ich, nicht wörtlich so zu verstehen, dass wenn man einem Kloster beitritt, dann auch 30 Jahre erstmal da sitzen muss. Komischerweise ist von den Dharma-Brüdern, die mir diese 7 Punkte der Praxis nahegelegt haben und die mir gesagt haben, hey, du Grünschnabel, du weißt ja gar nicht, worum es hier in Antaishi geht, lest dir mal diese 7 Punkte durch. Erstmal 10 Jahre sitzen und dann nochmal 10 und dann nochmal 10, 30 Jahre ist das Mindeste. Von denen war komischerweise nach 10 Jahren keiner mehr da. Die sind alle nach spätestens 6, 7, 8 Jahren gegangen. Also, es wurde, glaube ich, schon so verstanden, dass man da auch mal aufrunden darf. Und eigentlich wurde nur dann von dem Abt erwartet, von dem, der der nächste Abt werden würde, dass er dann auch das zweite Jahrzehnt und dann das dritte Jahrzehnt auch in Antaishi zubringt. Dass das bei mir der Fall sein würde, das hatte ich mir ehrlich gesagt nie erträumt. Also ich bin jetzt ohne Aufrunden, würde ich sagen, 26 Jahre, vielleicht 27 Jahre in Antaishi. Davon 17 Jahre als Abt. Und ich will nicht behaupten, dass es einfach war. Wenn mich jemand fragen würde, was hat's gebracht? Die Antwort heißt immer noch, es hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht, aber ich bereue es nicht, diese aufgerundeten 30 Jahre in Antaishi zugebracht zu haben. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin den Menschen dankbar, die mir das möglich gemacht haben. Zunächst natürlich meinem Meister, der mich hier aufgenommen hat, der mir erlaubt hat, zu ordinieren als Mönch. Die Klosterbrüder, die mir mal auf freundliche, mal auf weniger freundliche Weise das ABC der Praxis beigebracht haben.
Und dann, nachdem ich zum Abt wurde, natürlich auch allen denen, die das den Laden mit mir geschmissen haben. Manchmal länger hier waren, manchmal kürzer. Ich muss allerdings sagen, dass besonders die ersten 20 Jahre waren sehr schwierig. Die ersten 20 Jahre waren alles andere als einfach. Und erst die letzten 6, 7 Jahre über wurde es für mich ein bisschen besser. Die Jahre, die ich hier als Mönch zugebracht habe, waren ja schwer, weil alles von einem gefordert wird. Und selbst wenn man sich sagt, ja, ich bin bereit, mein Leben zu investieren, in den Zen-Weg. Wenn man dann wirklich am Abgrund steht, zögert man. Und wenn einem dann so ein leichter Schubs gegeben wird, ist das nicht immer angenehm. Und wir waren auch sehr wenig. Also wir waren in der Regel 4, 5, 6 Leute zu der Zeit mit Miaula Roshi. Manchmal waren es sogar nur 3 Unzuis mit dem Abt. Also ich habe das ja auch in meinem ersten Buch ein bisschen beschrieben, das inzwischen nicht mehr aufgelegt wird, aber vielleicht oder wahrscheinlich bald auch wieder auf den Markt kommen wird. Da beschreibe ich diese Anfangszeit in Antaishi. Und als ich dann wieder allen Erwartens 2002 zum Abt wurde, war es wiederum sehr schwierig, weil am Anfang war ich allein mit Tomomi. Die ersten 3 Winter über war Tomomi in Osaka, weil es unmöglich war mit einem Baby und dann auch relativ bald 2 Babys hier den Winter über zu verbringen. Ich war den Winter über dann immer mit einer anderen Person, mit einem anderen Klosterbewohner hier, also kein ordinierter Mönch, sondern das war dann immer jemand, der nur für ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr hier war. Und es war jedes Jahr im Frühling so, dass ich nur eine kleine Mannschaft hatte, von denen keiner jemals ein Reisfeld bestellt hatte. Keiner kannte sich aus mit der Landwirtschaft. Ich musste den Leuten in der Küche alles beibringen und wie man den Boiler beheizt und so weiter und so weiter. Jedes Jahr musste ich wieder von null anfangen. Und ich war dann einmal, ich glaube, das war 2007 oder so, vor inzwischen mehr als 10 Jahren war ich schon an dem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, vielleicht wird das nichts, vielleicht muss ich den Laden zumachen. Ich habe mir dann eine kurze Auszeit genommen, bin dann auch zum ersten Mal seit langem wieder nach Deutschland gereist, habe da zum ersten Mal Sessions gemacht und Vorträge gehalten. Als ich dann zurückkam nach Japan, habe ich so ein bisschen auch auf der Homepage dann versucht klar zu machen, dass Antaishi kein Gästehaus ist. Bis dahin und auch noch für eine Weile danach war es immer so, dass die Leute kommen konnten, wann sie wollten und gehen konnten, wann sie wollten. Ich hatte eigentlich immer gedacht, da müssten ja auch welche drunter sein, die Uchiyamas Worte ernst nehmen und die sich sagen, ich sitze hier mal 10 Jahre. Aber das kann man ja nicht forcieren. Das muss sich auf natürliche Weise so entwickeln, dass von denen, die da vielleicht am Anfang nur für 2, 3 Wochen kommen, dass von denen sich einer sagt, nö, ich bleibe jetzt mal ein halbes Jahr und dann ein ganzes Jahr und dann vielleicht auch mal 2, 3 Jahre. Und es gab auch dann irgendwann mal welche, die blieben. 2 Jahre, 2,5 Jahre, aber das war dann auch das Maximum. Das Problem ist, viele, die für ein Jahr kommen, die glauben, wow, ich war jetzt ein Jahr im Kloster.
In einem echten japanischen Kloster in den Bergen, selbstversorgend. Aber ein Jahr ist nix in Antaishi. Nach einem Jahr, was weißt du da? Im Grunde hast du in dem Jahr vielleicht vieles Neues gelernt, aber wenn du dann im nächsten Jahr weg bist, im nächsten Frühjahr bist du schon nicht mehr da, was, du kannst nichts weitergeben. Und selbst wenn du für 2 Jahre bleibst, im zweiten Jahr kannst du noch nicht richtig jemanden erklären. Wie man Reisfeld bestellt zum Beispiel. Das braucht mindestens 3 Jahre Erfahrung. Deshalb habe ich dann irgendwann mal vor ein paar Jahren, vor 5, 6, 7 Jahren, glaube ich, war es das, dass ich zum ersten Mal dann auch explizit geschrieben habe, wenn ihr kommt, kommt entweder für 3 Jahre oder kommt nur ganz kurz, um es euch anzugucken. Aber halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, das ist ja nur verlängerter Urlaub. Und Zen-Praxis sollte kein verlängerter Urlaub sein. Es muss einem schon um Leben und Tod gehen. Und wenn ihr den Weg nach Japan macht, weil ihr in Japan Zen praktizieren wollt, und das muss man nicht. Manchmal fragen mich die Leute, muss man das in Japan gemacht haben? Nein, man muss es nicht in Japan gemacht haben. Man kann Zen auch in Deutschland praktizieren, man kann es in Frankreich praktizieren, man kann es in Amerika praktizieren. Wenn man es in Japan praktizieren will, dann sollte man die Landessprache sprechen, und das ist Japanisch. Man sollte in der Lage sein, mit den Japanern hier zu kommunizieren, sich auf dem Rathaus zu verständigen und im Krankenhaus, wenn man mal ins Krankenhaus muss und Unfälle passieren, hier in Antaishi im Kloster. Man muss in der Lage sein, ans Telefon zu gehen. Und leider haben das, selbst als ich das auf die Homepage geschrieben habe, die wenigsten das ernst genommen. Also selbst danach war es immer wieder so der Fall, dass wenn 10 Leute in Antaishi waren, nur ein oder zwei in der Lage waren, ans Telefon zu gehen, wenn es klingelte, denn die anderen sprachen nicht genug Japanisch, um einen Telefonanruf zu beantworten. Und es ist halt schwierig, ein Kloster zu leiten, wenn letztlich ich der Einzige bin, der ans Telefon gehen kann. Und ich muss dann aber auch mit Gästen mich unterhalten. Ich muss jemanden begleiten ins Krankenhaus, wenn der einen Unfall hatte und der kann sich nicht auf Japanisch verständigen. Also leider hat sich das erst in den letzten Jahren so ein bisschen stabilisiert, dass Leute tatsächlich schon ein bisschen sich vorbereiten. Da kann man noch was verbessern, und ich hoffe, dass, wenn Eko-san dann hier die Äbtissin ist, dass die Leute das noch ein bisschen ernster nehmen, wenn sie nach Antaishi kommen. Und ja, wenn sie sich sagen, ich will das in Japan machen, unter einer japanischen Äbtissin. Also lerne ich ein bisschen Japanisch. Das lohnt sich schon. Ne? Eine andere Sache, die vielen Leuten nicht gefallen hat, ist der Hinweis, ihr solltet zwischen 18 und 40 sein, wenn ihr nach Antaishi kommt. Inzwischen bin ich selber weit über die Altersgrenze hinaus. Ich habe das aber auch schon vor 10 Jahren gespürt. Das zehrt sehr an den Kräften. Man ist mit 40 nicht mehr derselbe, der man mit 20 oder 30 war. Es gibt natürlich auch Leute, die mit 50 und 60 noch fit sind, aber das ist was anderes als Bergsteigen oder einen halben Marathon zu laufen hier. Und leider wird das auch vielen erst klar, wenn sie wirklich hier sind. Und 3 Jahre hier selbstversorgend. Natürlich kann man auch als 50-, 60- und 70-Jähriger Zen praktizieren, aber hier in Antaishi ist es schwierig. Und das habe ich so früher nicht klar gesagt, und es gab Zeiten, wo mich die Leute gefragt haben, manche Leute gefragt haben, ist das ein Altersheim hier? Weil ein Großteil der Sangha war älter als ich, einige in den 60ern, und es war nicht einfach, weder für die Senioren noch für die
anderen, die sich dann um die Senioren halt zum Teil auch kümmern mussten oder dafür sorgen mussten, dass die sich nicht zu viel zumuten. Jetzt, wo ich das klar auf die Homepage gesetzt habe, dass man zumindest 3 Jahre mal erstmal im Visier haben soll. Und 3 Jahre sind ja im Grunde noch eine Null zu wenig. Eigentlich sollte man 30 Jahre, an 30 Jahre zumindest denken, aufgerundet. Und wenn es nicht 30 sind, 10. 10 Jahre sind schon mal ein guter Anfang. Wie gesagt, in meinem Fall, die 20, ersten 20 Jahre waren nicht einfach. Danach wurde es einfacher. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal auch so über meine Ehe sagen kann. Da sind es inzwischen 17 Jahre. Ich hoffe, dass ich dann im Rückblick irgendwann mal sagen kann, die ersten 20 Jahre waren nicht so einfach, aber danach ging's. Ja, also, gute Nachricht Nummer 1. Es wird einen Abtwechsel geben. Es wird sich das eine oder andere verändern. Aber ich glaube, das ist ganz positiv so. Dieses Jahr, es gibt ja auch außer der Möglichkeit, hier eine ganze Lebensspanne zu verbringen, gibt es auch die Möglichkeit, nur zu einem Retreat zu kommen. Dieses Jahr im Mai, im Juli und im November. Während der Retreats werde ich immer da sein. Also, wer jetzt sagt, ich will doch nicht nach Antalya kommen, wenn der Muho nicht mehr da ist. Ich werde während der 3 Retreats dieses Jahr da sein. Und das Mai-Retreat ist schon ausgebucht, aber im Juli und im November, da ist es, im November ist es ein Session, das ist recht anspruchsvoll, aber da gibt es noch Plätze. Und die gute Nachricht Nummer 2, das werden einige vielleicht auch schon auf der Homepage entdeckt haben, wenn nicht, da werde ich auch einen Link runtersetzen. Ich werde dieses Jahr, so wie letztes Jahr, wieder in Deutschland sein und zwar zum gleichen Zeitraum, im gleichen Zeitraum, also der späte August und der Anfang des Septembers. Am 24., 25. August, das ist ein Wochenende, bin ich so wie auch im letzten Jahr in Trier. Und am Wochenende danach, vom 30. bis zum 1., also am 1., das ist eine Matinee, nur für die Mitglieder des Dojos selbst, bin ich in Bonn. Also am Freitag den 30. Vortrag, am Samstag ein Sazen-Tag öffentlich und der Sonntag, das ist dann nur halb öffentlich, nur für die Dojo-Mitglieder. In Trier und in Bonn war ich letztes Jahr auch schon und da werde ich dieses Jahr auch wieder sein. Genauso wie in Stuttgart im Idoro-Haus geplant ist der 7. September. Und ebenfalls so wie jedes Jahr bin ich wieder in den Niederlanden bei Esther in Sint-Opgurl. Das ist gleich hinter Aachen. Ein Tag, ein Sazen-Tag am 2. September. Das ist ein Montag. Und dann, das mache ich zum ersten Mal, werde ich in insgesamt 5 Buchläden sein für Lesungen. Die erste Lesung findet statt am 26. August, das ist ein Montag in Brühl, südlich von Köln. Und am 27. bin ich dann in Rheinbeck bei Stuttgart, am 28. in Hannover und am 29. in Braunschweig, bevor es dann nach Bonn weitergeht. Und dann bin ich nochmal am 3. September in Detmold in einer Buchhandlung für Lesung. Die Termine mit Links findet ihr alle auf der Homepage. Also wer jetzt genau wissen will, wo das stattfinden will, der findet die ganzen Informationen auf unserer Homepage.
Okay. Also vielleicht sieht man sich ja dann im August oder im September. Und wenn wir uns nicht live sehen, dann sehen wir uns vielleicht wieder bei YouTube. Bin auch einseitig. Ich sehe euch leider nicht, aber ja, ich hoffe, ihr seht mich. Bis dann. Tschüss.